Ihm wird so warm bei seiner Aufräumaktion, dass er sein Hemd ausziehen muss. Als sie ihn schnappen, hat er einen Schaden von über 15.000 Mark angerichtet. Aufgrund dieses Videos wird er verurteilt. Wegen Diebstahls und groben Unfugs. Dieser Angestellte eines Fitnessclubs wird in einer peinlichen Situation erwischt. Er hat die unangenehme Angewohnheit, Frauen beim Umziehen zu beobachten. Man installierte eine Kamera und musste nicht lange warten. Der Mann tat, was er immer tat. Spannen. Der Security-Mann geht nicht gerade zimperlich mit dem Ertappten um. Wir haben Leute mit der Kamera erwischt, die absolut am falschen Platz waren. Das Video zeigte, wie sie im Lagerraum Sex hatten. Auch ein Gesetzeshüter ist nicht gefeit vor den Verlockungen einer langen Dienstnacht. Die Polizei, dein Freund und Helfer. Einmal anders. Gleich sehen Sie die riskantesten und dümmsten Straftaten, die je begangen wurden. Deine Sekretärin lässt die Hüllen fallen. Dreiste Versicherungsbetrüger. Das ist Missbrauch, Diebstahl und Betrug. Sexakrobaten. Sex ist ein Abenteuer, besonders an verbotenen Orten. Und einen gemeinen Racheakt gegen einen Kollegen. Bürokaffee ist doch Spülwasser. Eine Angestellte im Kopierraum eines Anwaltsbüros in Atlanta macht Überstunden. Sie muss noch ein paar Seiten kopieren. Normaler Job. Aber was macht sie jetzt? Auf einmal verändert sich ihre Beziehung zum Kopierer in den doch sehr intimen Bereich. Zuerst macht sie sich frei. Sie knöpft ihre Bluse auf. Aber das reicht noch nicht. Statt der Akten lässt sie dann ihren Po ablichten. Eventuelle Spuren werden am Ende gründlich beseitigt. Das nennen wir eine ordentliche Sekretärin. Sind Sie eigentlich sicher, dass Ihr Chef Sie nicht heimlich beobachtet? Das geht nämlich. Mit solchen Minikameras. Ja, dann ist es besser, wenn Sie nichts zu verbergen haben. Wir zeigen Ihnen jetzt ein paar Bilder von wirklich schwarzen Schafen. Die Putzfrau, die die Haushaltskasse klaut. Und der Koch, der ins Essen spuckt. Ja, ja, ich will Ihnen jetzt nicht den nächsten Restaurantbesuch verderben, aber das ist alles wirklich passiert. Und mit solchen Kameras aufgenommen. Wenn jemand glaubt, unbeobachtet zu sein, braucht man oft nicht lange zu warten, bis etwas Verbotenes passiert. Unterbezahlte Angestellte ganz allein auf weiter Flur, da ist die Gelegenheit schon groß. Warum sollte gerade jetzt eine Kamera laufen? Ausgerechnet bei mir, denkt sich der Bösewicht. Und hat schon verloren. Raubüberfälle haben wir alle schon gesehen. Doch bei den meisten Griffen in die Registrierkasse sind keine Waffen im Spiel. Alles scheint völlig narrensicher. Schauen wir uns das Video hier an. Mit einer Papiertüte auf dem Kopf will ein Wachmann eins der Geschäfte, auf die er aufpassen soll, bestehlen. Ein erster Rückschlag entmutigt ihn nicht. Er kommt wieder. Dieses Mal mit Sehschlitzen. Auch ihn haben sie erwischt. Bei all seinem Einfallsreichtum hat der Wachmann nicht an alles gedacht. Seine Uniformhose hat ihn verraten. Aber meistens sind Diebstähle am Arbeitsplatz doch eher einfach gestrickt. Nach und nach verschwinden ein paar Geldscheine, sogar dann, wenn Kollegen und Chefs ganz in der Nähe sind. So etwas kann zum langsamen Ruin eines Geschäftes führen. Und die eigentliche Ursache findet man erst sehr viel später. Hier sehen Sie ein häufig praktiziertes Muster. Die Kassiererin nimmt das Geld eines Kunden entgegen, aber anstatt es in die Kasse zu legen, rollt sie es ganz schnell zusammen und lässt es in ihrer eigenen Tasche verschwinden. Diebstahl in den USA verursacht jährlich einen Schaden von über 600 Milliarden Mark. Das ist glatter Betrug. Statistiker schätzen, dass es bis zu einer Billion Mark anwachsen könnte. Hier wird das enorme Ausmaß des Problems deutlich. Schlechte Bezahlung und leichter Zugang zur Kasse. Gelegenheit macht Diebe. Retail is notorious
Im Einzelhandel geht es bekanntlich nicht gerade fair zu. Die Leute sind unterbezahlt und es gibt überdurchschnittlich oft machthungrige Chefs. Manche Geschäftsinhaber starten eine Gegenoffensive, wie in diesem Bekleidungsladen. Um ein wachsames Auge auf die Kasse zu haben, wurde eine winzige Kamera mit Fernbedienung an der Decke installiert. Und es dauert nicht lange, bis eine der Angestellten sich selbst mit einem illegalen Bonus belohnt. Sehen wir nochmal genau hin. Da ist die klassische Bewegung. Sie greift sich schnell das Geld, blickt sich um und stopft es in den Schuh. Nun werden Sie sich wundern, warum sich dieser Herr so für den Abfalleimer interessiert. Der Papierkram scheint wertlos. Doch der clevere Angestellte weiß, dass sein Chef die Zahlenkombination zum Safe weggeworfen hat. Erst schnappt er sich über 3000 Mark, dann wird er selbst geschnappt. Doch Diebstahl kommt auch auf kleinerer Stufe vor. Diese raffinierten Mitarbeiter eines Fastfood-Restaurants hatten Angst, erwischt zu werden, wenn sie sich aus der Kasse bedienen. Deshalb kamen sie auf eine bessere Idee. Sie entwendeten das Geld aus der Spendenbüchse für notleidende Kinder. Doch urteilen Sie nicht zu hart. Die Pfennige und Groschen haben Sie drin gelassen. Auch das Hotelgewerbe geht auf Nummer sicher und lässt die Angestellten überwachen, bevor sie sich möglicherweise mit den Wertsachen ihrer Gäste aus dem Staub machen. Für diesen Hotelangestellten sah alles ganz einfach aus. Ein leeres Zimmer, er bringt die Handtücher. Dafür steht ihm ein großzügiges Trinkgeld zu, denkt er sich. Zwei Scheine für ihn, einer bleibt drin. So einfach ist das. Naja, nicht ganz. Das Ganze fand vor laufender Kamera statt und der Langfinger wurde noch mit dem Geld in der Hand erwischt. Obwohl man mit versteckter Kamera Täter eindeutig überführen kann, sehen manche darin einen Verstoß gegen die Privatsphäre. Die Regierung darf kein Telefongespräch ohne Gerichtsbeschluss und rechtmäßigen Grund abhören. Der Arbeitgeber hingegen kann das ohne jeden Grund tun. Andere wiederum sind der Meinung, versteckte Kameras seien eine Notwendigkeit. Man kann nicht 24 Stunden am Tag vor Ort sein. Falls während der Abwesenheit ein Problem auftritt, kann man die Situation nachvollziehen. Im Herbst 1992 gab es eine solche Situation. Ein Laden in Texas brennt völlig aus. Die Ermittler haben nur Vermutungen über die Brandursache, aber keine Beweise. Zuerst meinte die Feuerwehr, dass etwas mit der Elektrik nicht stimmte. Also dachten auch wir, dass die Elektrik nicht in Ordnung war. Schließlich hat sich herausgestellt, dass es damit gar nichts zu tun hatte. Zwei Monate vergehen. Erst dann erinnert sich jemand an die Überwachungskamera im Laden. Und ich sagte, ich glaub's nicht. Das Band ist in Ordnung. Schauen wir mal drauf. Es ist kaum zu glauben, aber das Video funktionierte wirklich noch und löste das Rätsel. Auf dem Band sieht man eine fleißige Angestellte, die am Ende der Schicht ihren Arbeitsplatz aufräumt. Sie kippt den Abfall in einen Mülleimer aus Plastik unterhalb der Kasse und verlässt ihren Arbeitsplatz. Was sie nicht wusste, im Abfall befand sich ein glühender Zigarettenstummel. Was danach passierte, war nur noch eine Frage von wenigen Minuten. Natürlich ist es nicht sonderlich klug, eine brennende Zigarette in einen Abfalleimer voller Papier zu werfen. Aber Absicht konnte man der Angestellten nicht unterstellen. Sicherheitskameras sind in den meisten Geschäften schon Standard. Aber die Technik ist heute so weit, dass Videoüberwachung fast überall möglich ist. Hier haben wir eine der kleinsten Videokameras der Welt, die man am Körper trägt. Der kleine Punkt in der Mitte ist die Linse. Und nur dieser kleine Teil darf nicht verdeckt werden. Und das ist eine Sporttaucheruhr, auch eine Videokamera mit der Linse in der Mitte. Hier haben wir einen Notizblock. Den kann man in seiner Hemdtasche tragen. Die eingebaute Kamera befindet sich ganz oben. Es gibt zwei Gründe, warum Arbeitgeber solch winzige Hightech-Kameras verwenden. Um Diebstahl zu verhindern und um unfähige Mitarbeiter zu überführen. Im folgenden Fall wurden zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Zunächst hier der Barkeeper bei seiner persönlichen Happy Hour. Er machte ein Nickerchen. Ich bin gut mit Kameras ausgerüstet in meiner Bar. Draußen ist eine und drinnen habe ich auch zwei. Eine an jedem Ende der Theke. Da gibt's kein Entkommen.
In jener Nacht war in der Bar rein gar nichts los. Unten links sehen Sie den schlafenden Barkeeper. Der andere Mann ist kein Angestellter, sondern ein Dieb. Er durchwühlt in aller Ruhe die Kasse und macht sich mit der Beute aus dem Staub. Ohne ein Trinkgeld zu hinterlassen, für die gute Gelegenheit. Die Polizei sah sich das Videoband an und damit haben sie dann auch den Täter überführt. Der Dieb wurde also geschnappt und der Barkeeper hat eins sicherlich gelernt, dass man lieber im eigenen Bett schläft. Die Fleischerei eines Supermarkts in Mississippi. Die hygienischen Zustände sind eine Katastrophe. Der Metzger hat eine interessante Arbeitseinstellung. Seine Asche fällt einfach auf die Lebensmittel. Natürlich wird die Ware so ungenießbar. Und es kommt noch schlimmer. Entweder juckt dem Metzger die Nase oder sie läuft einfach nur. Eine leckere Beigabe zum Abendessen des ahnungslosen Konsumenten. Und zum Schluss noch etwas besonders Ekelhaftes. Was ich dann beobachtete, ist völlig inakzeptabel. Der Mann uriniert auf dem Boden. Ich habe noch nie annähernd so etwas Unverschämtes gesehen. Versicherungsbetrug. Kein Kavaliersdelikt und schon gar nicht völlig einfach. Gleich Menschen, die glauben, sie könnten abkassieren und ihre Krankenversicherung betrügen. Die denken, dass es sehr einfach ist, von einer Versicherung Geld zu bekommen. Sie haben keine Ahnung, was wir alles unternehmen, um solchen Schwindel zu verhindern. Und die meinen, wir seien eine leichte Beute. Sie glauben, sie fliegen nie auf. Die Versicherungsbetrüger halten sich für ziemlich schlau. Dabei wissen sie oft nicht, dass längst ein Detektiv hinter ihnen her ist. Es gibt keinen Ort, an dem ich nicht heimlich filmen kann. Ich habe Aufnahmen aus einem Hubschrauber gemacht und von meinem Boot aus, als die Leute Jetski fuhren. Tag und Nacht bin ich den Leuten auf den Fersen. Dieser Mann beispielsweise klagt über starke Rückenschmerzen. Er könne nicht einmal am Schreibtisch sitzen, beteuert er. Also lässt er sich vorzeitig in den Ruhestand versetzen und nimmt seine Lebensversicherung in Anspruch. Der Privatdetektiv Ted Kerner folgte ihm deshalb bis nach Hawaii. Der Mann hat schweres Gepäck getragen und ist sogar gerannt. Mehrmals hob er das Gepäck aus dem Auto. Sein ganzes Verhalten wirkte ziemlich gesund. Er schnorchelte lange im Meer, sprang von Felsen, trug sein Kind auf den Schultern und schlug Purzelbäume. Er spielte stundenlang am Strand und ich sah nie auch nur das kleinste Anzeichen von Schmerz bei ihm. Als der arme, kranke Mann aus dem Urlaub zurückkehrt, spielt man ihm das Video vor. Er saß eine Minute lang völlig regungslos da und wurde leichenblass. Dann ging er, ohne ein Wort zu sagen. Nun hat man ihn wegen Versicherungsbetrugs und Meineids verurteilt. Versicherungsbetrüger sind oft grandiose Schauspieler, zum Beispiel dieser Bote. Warum beeilt er sich so mit seiner Autoreparatur? Das Geheimnis? Er hat noch einen Termin beim Arzt, wegen einer Lastenverletzung. Noch scheint er mit dem Gehen keine Probleme zu haben. Aber sobald er beim Arzt aussteigt, beginnt der bühnenreife Auftritt. Auf Krücken humpelt er wie ein schwerkranker Mann. Und dann? Ein Wunder! Am selben Tag erwischten Detektive ihn bei Flottenbootengängen quer durch die Stadt. Er wurde zu 90 Tagen Gefängnis mit 4 Jahren Bewährung verurteilt. Und hier die Geschichte eines Jungathleten. Er gab an, er sei während der Arbeit von der Leiter gefallen und müsse am Handgelenk operiert werden. Allerdings hielt ihn das nicht von seinem Zweitjob ab. Er betätigte sich als professioneller Wrestlingkämpfer. Zum Thema Versicherungsbetrug wollen wir jetzt ein Bauunternehmen unter die Lupe nehmen. Diese feinen Herren haben keine Lizenz für ihr Geschäft, aber einen einzigartigen Trick. Sie installieren eine Solaranlage aus alten, defekten Solarzellen. Dann melden sie den angeblichen Schaden der Versicherung mit dem Hinweis, die Anlage sei durch einen Sturm beschädigt worden. Die Gauner sind dann etwas überrascht, als statt der Schadensgutachter der Versicherung die Polizei erscheint. So wurden die Bauunternehmer überführt und warten auf ihr Urteil. Manchmal wird sogar unter ärztlicher Anleitung betrogen.
Dieser Chiropraktiker aus New Jersey gab einem Patienten Anweisungen, wie man am besten eine Verletzung vortäuscht. Dann wird er Sie bitten, den Kopf so zu drehen. Und dann so. Nun, wenn Sie den Kopf nach links bewegen, spüren Sie Schmerzen. Jetzt drücke ich auf Ihren Kopf. Es tut weh und Sie sagen, ah. Er wird Sie bitten, die Arme hochzuheben. Ja, genau so. Und jetzt so. Nicht runterdrücken lassen. Ja, richtig so. So, das war's. Perfekt gemacht. Natürlich gibt es verschiedene Schwierigkeitsgrade. Legen Sie sich flach auf den Rücken. Halt, so leicht darf Ihnen das nicht fallen. Mensch, so geht das. Diese Stellung gehe ich mit Ihnen nochmal durch. Kriminelle Stellungen und diese Aufnahme war der Beweis. Sie werden dafür den Oscar bekommen. Eine Oscar-reife Schauspielleistung, die der Arzt hier liefert. Er hat nicht gemerkt, dass ein eifriger Patient in Wirklichkeit ein verdeckter Ermittler war. Da wir gerade bei Ärzten sind, lassen Sie uns mal sehen, wie lange dieser Doktor für eine Diagnose braucht. Auf jeden Fall rekordverdächtig. Nehmen Sie eine Stoppuhr. Beugen Sie sich vor. Wir sehen uns in 4 Wochen. Ging Ihnen das zu schnell? Wir zeigen es nochmal. Nach dieser Meisterleistung verlor der Arzt seine Zulassung. Die folgenden Aufnahmen zeigen, dass man mit einem guten Zweitjob ganz schön absahnen kann. Dieser Mann behauptet, dass sein Rücken verletzt sei und er deshalb nicht zur Arbeit gehen könne. Naja, als Möbelträger belastet ihn sein Rücken offensichtlich nicht. Lass bloß nichts fallen. Dieser Mann gab an, er sei gehbehindert. Wir wollen nicht hoffen, dass er es nach diesem Unfall bei seinem heimlichen Nebenjob wirklich war. Ich sag Ihnen was. Hier wird viel Theater gespielt. So einige kassieren Geld für ihre angebliche Behinderung, verdienen das aber nicht. Sie wissen auch selbst, dass es ihnen nicht zusteht. Nebenbeschäftigungen können ziemlich lukrativ sein. Dieser Postangestellte gibt an, schweres Tragen sei ihm vom Arzt verboten. Das hält ihn allerdings nicht davon ab, bei seinem Nebenjob als Partyanimateur die Mädchen zu stemmen. Diese Dame hat angeblich einen schwachen Rücken. Der Rest an ihr scheint allerdings gut in Form zu sein. Und was haben sich all diese Leute bei ihren Betrugsmanövern gedacht? Wir haben nachgefragt bei einem Mann, der von der Videokamera überführt wurde. Steve Berruti machte bei seiner Versicherung Ansprüche geltend für eine Rückenverletzung. Die hatte er sich während seiner Arbeit bei einer Catering-Firma zugezogen. Die Versicherung traute seinen Angaben nicht und erwischte ihn bei seinem nächtlichen Zweitjob als Stripper. Um ihn mit einem Videofilm überführen zu können, wurde Steve auf eine Privatparty eingeladen. Steve tanzte beschwingt in die Falle. Ich tanzte nicht nur für die Dame, sondern leider auch für den Sachverständigen der Versicherung. Das sah natürlich nicht gut aus für mich. Das Video brachte Steve direkt vor Gericht. Er verlor alle Ansprüche auf seine Versicherung und machte als nackter Betrüger Schlagzeilen. Ich würde es niemals wieder tun, nie wieder. Das war einer der größten Fehler meines Lebens. Wenn wir nicht mit Videos arbeiten dürften, könnten wir unser Geschäft dicht machen. Und dann würden die Versicherungsbeiträge in astronomische Höhen schnellen. Aber den Vogel schießt dieser Mann aus Missouri ab. Er ist irgendwie sauer und findet einen außergewöhnlichen Weg, gegen das System zu rebellieren. Ein Sabotageakt ganz besonderer Art. Alles beginnt damit, dass einer seiner Kollegen bemerkt, dass irgendetwas mit dem Kaffee nicht stimmt. Er hat einen bestimmten Mitarbeiter in Verdacht, installiert eine versteckte Kamera und wartet ab. Einen Monat später schon wird ein Gericht in diesem Fall Gerechtigkeit walten lassen, aufgrund dieser Videoaufnahmen. Am 18. Juli um etwa 15.30 Uhr, kurz bevor ich das Büro verließ, urinierte ich in Richard Poes Kaffeekanne. Damit ich das richtig verstehe, war das bevor oder nachdem der Kaffee gemacht wurde? Danach. Lesson.
Und was können wir aus diesem Video lernen? Dass der Bürokaffee sowieso wie Spülwasser schmeckt. Wer sein Geld in einem Café um die Ecke ausgibt, ist besser bedient. Das ungebührliche Verhalten des Kaffeepinklers wurde schließlich mit einer Geldstrafe geahndet. Für Psychologen ist so ein Fall natürlich damit noch nicht erledigt. Wenn jemand auf seinen Job angewiesen ist und keine Lösung zu den Problemen an seinem Arbeitsplatz findet, kommt er schon mal auf die Idee, in die Kaffeekanne zu urinieren, weil er die Situation sonst nicht in den Griff bekommt. Solche Leute sind nicht in der Lage, mit normalem Menschenverstand Konflikte zu lösen. Und dann pinkeln sie in den Kaffee. Zum Glück ist ein derart absonderliches Verhalten nicht die Regel. Doch solange es versteckte Kameras gibt, werden wir uns immer wieder wundern, wozu Menschen fähig sind. Gleich geht's weiter mit Sex am Arbeitsplatz. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Außerdem zeigen wir, wie ein Vermieter seinen Reißverschluss öffnet und dem Essen seiner Mieterin eine besondere Note verpasst. Ein Politiker läuft Amok. Ich gehe hier nicht raus. Ein Koch mit ganz speziellen Zutaten. Ich habe nie zuvor in das Essen meiner Gäste geschneuzt. Und wir machen eine Führung durch den Supermarkt des Grauens. Alles, was auf den Boden fällt, sollte eigentlich aussortiert werden. Arbeitgeber kämpfen mit versteckten Kameras gegen die Firmenpleite. Denn manche Angestellte klauen wie die Raben. Etwas Bargeld gefällig? Oder neue Schuhe? Alles klar. Eine hübsche Krawatte? Totschick. Sie wissen eben, was gut und teuer ist. Die Leute, die in dem Geschäft, wo sie arbeiten, klauen, ruinieren den Inhaber. Und es ist ihnen egal. Naja, die Versuchung ist groß. Der Chef ist nicht da, die Kassen prall gefüllt. Ein schneller Griff und das Wochenende ist gerettet. Vergessen Sie's. Es könnte nämlich einige unschöne Erinnerungsbilder von Ihnen geben. Und Sie wollen auch mit Sicherheit nicht so überführt werden wie die dreisten Kollegen in den folgenden Videos, oder? Haben Sie je darüber nachgedacht, was am Flughafen mit Ihrem Gepäck passiert, nachdem Sie eingecheckt haben? Nach diesem Film werden Sie in Zukunft Ihre Wertsachen lieber als Handgepäck mit ins Flugzeug nehmen. Wenn Sie denken, Ihre Koffer sind nach dem Einchecken sicher, dann werden Sie überrascht sein, wie viel auf dem Weg zwischen Check-in-Schalter und Flugzeug geklaut wird. Flughafenangestellte durchwühlen tagtäglich die Sachen der Passagiere. In der Gepäckhalle inspizieren Gauner die Koffer wie bei einem Einkaufsbummel. Es ist leicht, einen zu öffnen. Ihn wieder zu schließen, ist eine andere Sache. Für diesen dreisten Diebstahl ist Teamarbeit nötig. Sie lassen keine Gelegenheit aus. Zwei oder drei untersuchen die Koffer in den Containern. Ein Angestellter öffnet hier das Gepäck und sieht alle Kleidungsstücke durch. Er sucht nach kleinen Dingen, die er einstecken kann. Dann kann er nach Feierabend einfach durch die Tore gehen. Ein schönes Designer-Jacket, aber das sind kleine Fische. Mehr bringt es, an die Fracht zu gehen. Hier zum Beispiel sind es Videospiele. Was hier passiert? Nun, mit dem Förderband des Flughafens entluden die Gauner das Flugzeug auf eigene Faust und klauten Elektronik im Wert von 80.000 Mark. Ein schneller Erfolg macht übermütig und leichtsinnig. Hier kann man sehen, wie die Kerle ihren Fang auch noch mit Alkohol begießen. Naja, dieses Video machte dem Ganzen schnell ein Ende. Ungefähr 13 Angestellte wurden verhaftet. Von der Polizei erwartet man eigentlich, dass sie Betrüger auffliegen lässt. Aber manchmal fällt es schwer, die Grenzen zwischen Gut und Böse überhaupt noch zu erkennen. Eine Geschichte darüber, was passiert, wenn Polizisten selber kriminell werden. In diesem Fall stellt die Polizei von Atlanta einem verdächtigen Gesetzeshüter eine Falle. Der Polizist bekommt die Gelegenheit, ein Bündel Bargeld mitgehen zu lassen. Vor laufender Kamera nähert er sich dem Köder. Was wird er tun? Er zögert. Einmal. Zweimal. Und dann entscheidet er sich, das Beweismaterial an sich zu nehmen. Geradewegs in die eigene Tasche.
Korruption innerhalb der Polizei zu bekämpfen, ist in Amerika oberstes Gebot. Ein korrupter Polizist richtet ungeheuren Schaden an für seine Abteilung. In vielerlei Hinsicht. Ich meine, ein Einzelner kann das Vertrauen in 10.000 ehrliche Kollegen zutiefst erschüttern. So wird die engagierte Arbeit der anderen Polizisten und Polizistinnen untergraben. Aus diesem Grund sind die Ermittler bei der Polizei auf moderne Technologien angewiesen, um die schwarzen Schafe überführen zu können. Das FBI will einen korrupten Cop auffliegen lassen. Ein Treffen wird organisiert zwischen dem verdächtigen Polizisten, seinen Komplizen und einem FBI-Agenten, der sich als Drogendealer ausgibt. Der Polizist soll dabei überführt werden, wie er sich bestechen lässt. Doch dann scheint alles schief zu gehen. Der Verdächtige besteht darauf, dass sich alle Beteiligten ausziehen. Er will sicherstellen, dass sie weder versteckte Kameras noch Abhörgeräte bei sich tragen. Eine gründliche Durchsuchung. Und trotzdem wird die Videokamera übersehen, die der FBI-Agent trickreich versteckt hatte. Dieser Fall und die Karriere des korrupten Beamten fanden bald ein Ende. Dieser 83-jährige Mann verdächtigte seine Haushaltshilfe, vom Esstisch Geld gestohlen zu haben. Die Polizei installierte eine Kamera in seiner Küche und versteckte markierte 100-Dollar-Scheine in einer Kaffeedose. Der Mann verlässt die Küche und wir können beobachten, ob die Haushaltshilfe in die Falle geht. Zuerst sieht sie sein Scheckbuch durch, dann seine Geldbörse. Gleich danach findet sie den Jackpot. Sie nimmt sich, ohne mit der Wimper zu zucken, 200 Dollar aus der Kaffeedose. Der Mann gibt ihr den Arbeitslohn. Sie umarmt ihn und gibt ihm sogar noch einen Kuss. Kurze Zeit später muss sie sich wegen Diebstahls verantworten. Das Verhältnis zwischen Vermieter und Mieter sollte auf Vertrauen basieren. Doch manchmal wird dieses Vertrauen entschieden gestört. So beschwerte sich zum Beispiel eine Frau, dass ihr Vermieter ihre Wohnung betreten und sich an dem Essen in ihrem Kühlschrank vergriffen habe. Sie hatte wirklich recht. Eine versteckte Kamera zeigt den Vermieter, wie er Essen aus dem Kühlschrank nimmt und seinen Reißverschluss öffnet, um dann einfach reinzupinkeln. Das Essen war ungenießbar und musste entsorgt werden. Dem Vermieter ist ein Gerichtstermin sicher. Doch sehen Sie, wie es zuweilen in der Kommunalpolitik zugeht. Ein Drama in 4 Akten. Erster Akt. Ein Stadtrat äußert sein Missfallen über eine Entscheidung der Bürgermeisterin. Sie sind doch nicht ganz sauber. Nein, Sie sind nicht ganz sauber. Sie sind daneben, seit Sie auf diesem Stuhl sitzen. Mr. McCabe, das reicht. Zweiter Akt. Die Bürgermeisterin beruft sich auf die Vorschriften und der Stadtrat zweifelt an ihrem Führungsstil. Ich sagte, wir haben damit genug Zeit verbracht. Sie spielen sich auf wie ein Diktator. Dritter Akt. Der Stadtrat beschließt, die weitere Strategie mit dem örtlichen Polizeichef zu diskutieren. Ich werde Sie gleich bitten müssen zu gehen. Sie haben nicht das Recht, mich rauszuschmeißen. Ich werde nicht gehen. Sie haben kein Recht, also setzen Sie sich. Sie haben mir gar nichts zu sagen. Vierter Akt. Das große Finale, oder? Die Schattenseiten der Politik. Möchten Sie, dass er aus dieser Versammlung entfernt wird? Ich bin ein gewählter Vertreter dieser Stadt. Sie haben nicht das Recht, mich hier rauszuschmeißen. Wir haben das Recht und Sie werden gehen. Etwas Pfefferspray gefällig? Der Stadtrat wurde wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und wegen ungebührlichen Verhaltens angeklagt. Diese Anklage wurde später fallen gelassen. Er selbst wollte die Stadt verklagen. Außergerichtlich einigte man sich schließlich auf 100.000 Mark. Der Stadtrat beendete seine Laufbahn und verkauft nun Versicherungen. Jetzt sehen Sie einen Anwärter für die Auszeichnung Dümmster Mitarbeiter des Jahrhunderts. Er ist nicht deshalb blöd, weil er 42 Tuben Klebstoff genau vor der Kameralinse geklaut hat. Nein, es ist seine Entschuldigung, die so bemerkenswert ist. Er gab zu Protokoll, dass er den Klebstoff brauchte, um sein Gebiss zu befestigen. Im Gerichtssaal musste er dann in den sauren Apfel beißen. Auch auf dem Polizeirevier schläft das Auge des Gesetzes nicht. Das musste dieses Pärchen erfahren, als sich die beiden in inniger Freundschaft näherten.
Eine Leibesvisitation nicht ganz nach der Dienstvorschrift. Die nächste Tat passiert direkt im Dezernat. Der dreiste Bursche verwechselte den Kühlschrank der Polizei mit einem Selbstbedienungsladen. Später hält die Kamera ein ganz anderes Vergnügen fest. Zwei Beamte durchstreifen die Gegend nach einem ungestörten Örtchen. Ein paar Minuten drauf sind sie zurück am Tatort. Sie ahnen nicht, dass ihr heimliches Rendezvous öffentliches Interesse findet. Leider wurden sie nach diesen zärtlichen Minuten vom Dienst suspendiert. Nicht nur für Polizisten heißt Liebe zum Arbeitsplatz manchmal auch Liebe am Arbeitsplatz. Privatsphäre wird in manchen Fällen sehr intim verstanden. Manche packen die Gelegenheit am Schopf, wo immer sie sich bietet. Wie dieses wilde Paar, das die Mittagspause im Fahrstuhl nutzt. Leider wurden sie von der Sicherheitskamera in Flagranti ertappt. Na, hier kann man ja wirklich nicht mehr von einem harmlosen Flirt sprechen. Aber warum lassen sich Menschen auf ein derartig riskantes Liebesspiel ein? Wer so ein Risiko eingeht, glaubt, sein Leben bietet ihm nicht genug Abwechslung oder den Erfolg, den er gern hätte. Es ist so einfach, Sex wie ein Abenteuer zu erleben. Im Lagerraum dieser Firma ging es heftig zur Sache, ausgerechnet während der Weihnachtsfeier. Wahrscheinlich nur die Spitze eines Eisbergs. Was dem Arbeitgeber besonders zu denken geben sollte, ist die Unaufrichtigkeit. Sex am Arbeitsplatz ist etwas Verbotenes. Es trotzdem zu tun, ist wie das Verhalten eines rebellischen Kindes, das in Verbotenem ein Abenteuer sieht. Der Vorgesetzte wird sich fragen, was sich sonst noch so alles abspielt, hinter seinem Rücken. Mitarbeiter auf Rachefeldzug schlagen zurück. Sie bedienen sich selbst. Und lassen ihrem Ärger freien Lauf. Das Thema Privatsphäre am Arbeitsplatz liefert eine Menge Zündstoff für die Diskussion unzufriedener Arbeitnehmer. Manche Arbeitgeber verstecken Kameras in Umkleideräumen, in Duschen, an Orten, wo Kameras nichts zu suchen haben. Diese Arbeitgeber müssen zur Kenntnis nehmen, dass jede Überwachung auch Grenzen hat. Auch am Arbeitsplatz gibt es ein Recht auf Privatsphäre. Besonders hart wird die Auseinandersetzung um private Rechte in Boston geführt, wo die Gewerkschaft der Hotelangestellten einen Prozess führt, weil der Boss eine versteckte Kamera in den Umkleideräumen installiert hatte. Es ist ein Verstoß gegen die Würde der Menschen. Wo immer man arbeitet, man kann mit Sicherheit verlangen, dass man im Umkleideraum unbeobachtet ist. Wenn man jemandem das verweigert, nimmt man ihm was. Dann entwickelt derjenige eine negative Einstellung, wird misstrauisch allem und jedem gegenüber. Wenn man schon im Umkleideraum keine Privatsphäre mehr hat, hat man sie nirgends mehr. Wie dieser Streit ausgeht, hängt davon ab, wann sich die Arbeitnehmer anfangen zu wehren. So entsteht ein Klima wir gegen die. Und natürlich bringt das Mitarbeiter auf den Gedanken, ihrem Chef zu schaden. Hier zum Beispiel gibt ein Verkäufer seiner Freundin ein Kleidungsstück. Ganz diskret stopft sie es in ihre Handtasche. Und hier gewährt sich ein unzufriedener Angestellter selbst einen Sonderbonus. Gleich viermal steht ihm diese Gratifikation zu, wie er ganz selbstherrlich entscheidet. In diesem Fall sind Kartoffelchips das Objekt der Begierde. Diesen Anfänger verraten sogar noch die Krümel. Ein Saisonarbeiter auf einer Pferderanch lässt einfach einen Sattel mitgehen. Leider wird er erwischt, noch bevor er sich vom Acker machen kann. Diese Aufnahmen sind etwas ganz Spezielles, denn sie wurden von den Mitarbeitern selbst aufgenommen. Sie wollten damit die erste Blödel-Olympiade dokumentieren. Ziel ist es, vom Dach der Firma mit einer großen Schleuder das Auto des Chefs zu treffen. Zuerst mal eine Trockenübung mit Äpfeln und einer Kühltasche.
Bevor es dann richtig losgeht, erstmal warm machen mit einer Sodaflaschenexplosion. Und dann ist es soweit. Ein Schuss, ein Treffer. Und das Auto vom Boss ist voller Apfelmus. Wenn Zeit Geld sein soll, dann sind manche Mitarbeiter Meisterdiebe. Zum Beispiel diese Buchhalterin. Sie sollte eigentlich die Finanzen des Unternehmens prüfen. Aber was ist da auf ihrem Bildschirm? Bingo! Jetzt aber schnell wieder zu den Abrechnungen. Wie wär's mit einem Nickerchen bei der Arbeit? Ist ja auch so anstrengend, der Job. Den Chef würde dieses Engagement sicherlich interessieren. Wir schauen später nochmal bei ihm vorbei. Und was ist mit diesem Herrn vom Sicherheitsdienst? Er hat zurzeit sicherlich kein Auge für böse Buben. Kameras halten gnadenlos jede Situation fest, auch die peinlichste. Wenn diese Verkäuferin wüsste, dass man sie beobachtet. Aber wir schauen noch einmal zu unserem Schläfer von vorher. Zurzeit erweist sich sein eigentliches Talent. Als Musiker gibt er wirklich sein Bestes. Für ein spontanes Konzert bei der Arbeit ist auch dieser Computerprogrammierer immer zu haben. Bruce Springsteen ist ein Waisenknabe dagegen. Er macht alles selber. Drums, Gitarre, Keyboards und er singt auch noch. Neben diesem Tausendsassa wagt der Kollege links keine einzige Bewegung. Quizfrage. Ist er A. am Telefon, B. tot oder C. ist es etwa nur ein grauer Kartoffelsack? Schwer zu sagen. Auch eine Zugabe des Alleinunterhalters kann diesen müden Sack nicht zum Leben erwecken. Schon seltsam, was Leute so treiben, wenn sie glauben, unbeobachtet zu sein. Am Arbeitsplatz, im Restaurant und im Supermarkt gehen wir davon aus, dass eine gewisse Hygiene herrscht. Die folgenden Aufnahmen allerdings zeigen, dass wir gar keine Ahnung haben, was uns alles so ins Essen gerührt wird. Haben Sie sich je Gedanken über die Zustände in der Fleischabteilung des Supermarkts gemacht? Da, wo das Fleisch abgepackt wird, das Sie dann kaufen? Vielleicht wollen Sie es lieber gar nicht wissen. Sie erinnern sich an den Supermarkt in Mississippi. Wir hatten Glück, denn hier gab es einen Angestellten, der war von den unhygienischen Bedingungen angeekelt. Er war deshalb bereit, eine kleine Kamera bei sich zu tragen. Wir baten ihn, uns zu benachrichtigen, sobald er einen Verstoß gegen die Vorschriften beobachtet. Was er uns dann zeigte, war phänomenal. Und phänomenal ist dabei noch eine leichte Untertreibung. Ich habe noch nie so etwas Widerliches gesehen in 30 Jahren Berufserfahrung. Alle Sorten von Fleisch, alles Mögliche lag dort herum, in einem einzigen Chaos. Die Fliesen am Boden sind völlig abgenutzt. Um das Abflussrohr herum ist der Boden in besonders schlechtem Zustand. Da gibt es keine Möglichkeit, anständig sauber zu machen. Ich habe noch nie einen Raum in so schlechtem Zustand erlebt. So widrige Bedingungen wie auf diesem Video habe ich jahrelang nicht gesehen. Aber fast noch ekelerregender ist dieser Koch, der eine Gesellschaft in New York betreute. Der Koch ist derjenige, der seine Hände an seinem Hintern abwischt. Nachdem sein Kollege die Küche verlassen hat, beschließt der Gourmet, dass das Fleisch ein wenig zu trocken ist. So macht er es mit seiner Spezialmethode einfach etwas zarter. Aber jetzt die Geschichte eines verärgerten Küchenchefs in einem Restaurant in Wisconsin. Sein Racheakt wurde rein zufällig mit einer Kamera dokumentiert. Sie verdächtigten ihre Angestellten, dass sie Essen nach Hause mitnehmen würden. Also installierten wir eine Kamera und einen Thermostat und warteten ab. Wir beobachteten, ob irgendwas passieren würde. Die gute Nachricht, vom Essen wurde rein gar nichts geklaut. Die schlechte Nachricht allerdings betraf direkt den Küchenchef und sein besonderes Verständnis von guter Küche. Zunächst fiel ihm das Fleisch herunter. Einfach schnell gebückt und mit einem Griff landet das Fleisch wieder auf dem Grill. Voilà! Das ist wahre Kochkunst. Aber jetzt wird es wirklich ekelhaft. Ich wusste aufgrund seines Benehmens, da passiert gleich noch etwas. Die Art, wie er sich umschaute, ich dachte, der hat noch was auf Lager. Gut beobachtet. Der Küchenchef legt gerade richtig los.
Und die versteckte Kamera zeichnet alles auf. Als ich sah, wie er in das Fleisch schnolzte, war ich völlig geschockt. Das auf Video zu haben, ist eine Chance von 1 zu einer Million. Wir mussten einfach fragen, was hat sich dieser Kerl dabei gedacht? Ich habe niemals zuvor in das Essen geschneuzt. In kein Essen, niemals. Ich hatte schlechte Laune und es lief viel schief. Und diese Gäste hatten ständig Extrawünsche. Sie ließen sich das Essen bringen und schickten es wieder zurück, nur weil es nicht warm genug war. Ich war sauer und dann habe ich es gemacht. Stolz bin ich nicht drauf. Der Besitzer des Restaurants zeigte dem Koch zuerst dieses belastende Videoband, dann zeigte er ihm die Tür. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Es gab auch nichts mehr zu sagen, es war mir sehr peinlich. Es ist eine Chance, von 1 zu einer Million geschnappt zu werden und wie ich schon sagte, ich bin nicht stolz drauf. Es ist widerlich. Sie denken, ein Racheakt dieser Art ist ein Einzelfall? Nach Meinung des Küchenchefs mitnichten. Die Leute sollten vorsichtig sein, wenn sie ihr Essen in die Küche zurückgehen lassen. Denn die Köche nehmen sowas sehr persönlich. Wenn das Essen zurückkommt, ist das wie ein Schlag ins Gesicht. Und ich bin mir sicher, dass sie oft was ins Essen mischen. Ich habe gesehen, wie das Essen fallen gelassen und wieder auf den Teller getan wurde. Das ist ja schon normal. Ich habe gesehen, wie ihnen das Essen genießt oder gehustet wurde. Oder wie nach der Toilette mit ungewaschenen Händen wieder Essen angefasst wurde. Wie weit darf man gehen? Wo beginnt das Recht des Angestellten auf Privatsphäre? Und wo endet das Recht des Arbeitgebers, sein Unternehmen zu schützen? Die Antwort darauf ist gar nicht so einfach. Ein Großteil der Videoüberwachung hat für den Auftraggeber überhaupt keinen Wert. Du suchst ja nur nach den Dingen, die völlig falsch laufen. Was ist, wenn einer in der Nase bohrt oder einfach gar nichts tut? Ich denke, Angestellte haben Grundrechte, die am Arbeitsplatz respektiert werden sollten. Das ist doch die Gesellschaft, die wir wollen. Diese Rechte sollten auch bei Überwachungskameras gelten. Ich denke, die Rechte eines Arbeitnehmers auf Privatsphäre erlauben es nicht, dass er Sex am Arbeitsplatz haben kann. Schließlich hast du einen Vertrag mit deinem Chef, dass du zur Arbeit gehst, um zu arbeiten. Und du wirst dafür bezahlt. Ich glaube kaum, dass in irgendeinem Vertrag steht, oh, wenn sie wollen, können sie hier auch Sex haben. Wenn wir uns darüber wundern, was alles passiert, während Mitarbeiter sich unbeobachtet fühlen, sollte man immer daran denken, dass wir alle nur Menschen sind. Es ist nur allzu menschlich, sich näher zu kommen. Es ist auch menschlich, der Versuchung zu erliegen. Leider ist es auch nur allzu menschlich, auf Kosten des Systems zu leben. We got 'em. Wir haben sie. Wir haben gerade gesehen, wie Mitarbeiter fast alle der 10 Gebote gebrochen haben. Gleichzeitig müssen wir auch zugeben, dass wir Spaß daran hatten, andere heimlich zu beobachten. Es ist ja auch spannend, wie seltsam sich unsere Mitmenschen benehmen, wenn sie glauben, dass ihnen niemand zusieht. Man muss Leute gar nicht hinter ihrem Rücken beobachten, um zu erfahren, was so vor sich geht. Nach einer gewissen Zeit verhält sich jeder ohnehin so, wie er nun mal ist. Wer hart arbeitet, tut's weiterhin. Und schräge Vögel benehmen sich eben daneben. Mal ganz ehrlich, haben Sie sich am Arbeitsplatz noch nie daneben benommen? Wir sehen uns bald bei den nächsten Folgen von Total Verrückt. Ciao. Thank you.